Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Ratchet & Clank 1 Projektes, und zwar zum Second Run, so habe ich es jetzt genannt. Es gibt durchaus andere Bezeichnungen, und auch der Challenge Mode ist durchaus eine Bezeichnung dafür. Ich weiß nicht, für mich ist es einfach der zweite Run. Und ja, wie angekündigt möchte ich euch jetzt hier so ein bisschen tagebuchmäßig zeigen, was ich denn jetzt so während meiner Runs noch Bedeutendes gesehen habe oder gefunden habe. Ich habe zum Beispiel jetzt in der ersten Aufnahme, was ich jetzt fortan als Tag 1 bezeichnen werde, da habe ich jetzt einfach einen Goldball zum Beispiel gefunden, den ich sehr offensichtlich fand. Und ich habe mir halt gedacht, wenn ich sowieso schon mal da bin, kann ich ihn auch direkt holen. Und da ich das sowieso aufnehme, ne, muss ich ja dann nicht im Nachhinein noch machen. Das wird ja, wie gesagt, so ablaufen, dass wir jetzt, ich nehme jetzt einfach das ganze Zeug, was ich jetzt offscreen spiele, auf. Und suche dann so ein paar Sachen raus, die ich als wichtig empfinde, oder auch nochmal, um so ein bisschen quasi das ganze Spiel nochmal Revue passieren zu lassen, so in etwa. Oder wenn ich auch einfach nur besser durchkomme oder irgendwas. Soll im Endeffekt nur darauf hinauslaufen, dass wir nochmal so einen kurzen Überblick haben, was ich jetzt nochmal genau gemacht habe. Soll halt auch nicht wirklich lang werden, ich weiß nicht, 5 Videos oder was vielleicht, wo ich das halt alles zusammenschneiden werde. Und dann beginnt halt quasi der zweite Teil des zweiten Runs, also quasi schon eine Art drittes Teilprojekt, wo ich dann halt nochmal wirklich auf die 100% aus bin, wo ich also auch noch die Stilpunkte hole, wo ich die goldenen Waffen alle kaufe. Bis dahin werde ich dann also auch schon mal sehr wahrscheinlich Bolts gefarmt haben, wo auch immer. Ich habe übrigens schon eine Stelle gefunden, wo man das durchaus machen könnte, was aber auch sehr müßig ist wahrscheinlich. Naja gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit unserem Tag 1. Und natürlich geht es da auf Wäldin los. So, ja, schönes Wäldin am Anfang. Nicht die letzte Map, das ist zum Kotzen. Aber das schöne Intro-Level, wo wir noch nicht viele Bowls haben. Und wo ich, glaube ich, auch damals direkt den rechten Weg gar nicht benutzt habe, wenn ich mich nicht täusche. Dann bin ich, glaube ich, direkt nach links gegangen, deswegen habe ich das einfach mal drin gelassen. Diesen Weg habe ich hauptsächlich auch später dann gefunden, im finalen Level. Und hier sind halt nochmal eine Menge Bowls, und das ist ganz schön, kann man alles nochmal zerstören. Dieser Part wird übrigens von Effekten strotzen, also, oh Gott, ich hoffe mal, die funktionieren alle. Weil mein Part-Director ist aber manchmal so ein bisschen, ne. So, und dann haben wir einen schönen Roboter gefunden und sind plötzlich auf einem ganz anderen Planeten. Und ich weiß gerade leider gar nicht, wie er heißt. Hier haben wir auf jeden Fall den Goldwaffenraum. Und ja. Hier haben wir jetzt also direkt mal die ganzen Waffen, die wir kaufen können. Hier bräuchten wir erstmal die Stromklaue überhaupt, um eine goldene Version zu bekommen. Hier brauchen wir dann 20.000 Bolts und 4 Goldbolts. 4 Goldbolts brauchen wir immer. Und ich wollte da, glaube ich, nochmal checken, wo ich die überhaupt finde. Leider habe ich sie nicht so richtig gefunden. Ah Gott, ja, da habe ich jetzt Ewigkeiten nach dem richtigen Screen gesucht. Hab's im Endeffekt nicht gefunden, und dann hier, ich habe 8. Ja, gut. Das heißt, theoretisch könnte ich mir jetzt 2 Gegenstände kaufen, wenn ich das Geld dafür hätte. Hier brauchen wir 60.000, 30.000, 10.000. Der ist nochmal 20.000. Hier, der Wanderstrahl haben wir auch noch gar nicht. Keine Ahnung, wo man den bekommt. 10.000, 10.000 und nochmal 10.000. Ich glaube, es waren jetzt 4 oder 5 Sachen für 10.000, das ist ja noch in Ordnung. Aber da waren auch Sachen, für die man echt sehr viel blechen muss. Und den reißen die Aufbräuche auch noch. Naja, das wird lustig. So, dann sind wir auch schon wieder hier oben. Wo wir hier den lustigen Klempner finden und den Infobot bekommen. Ich habe gesagt, du bist ein Klempner. Ja. Dann ist mir auch erst wieder aufgefallen, ich muss ja sowieso auch noch Geld bezahlen an diese ganzen Leute, um verschiedene Sachen zu bekommen, zum Beispiel eben die Infobots. Jetzt haben wir, glaube ich, genau, Aridia haben wir jetzt. Weil ich weiß echt nicht, wie der Planet hier nochmal gerade hieß, wo wir jetzt waren. Auf jeden Fall konnte ich dann jetzt auch noch hier ausprobieren, wie das hier mit den Dingern ist, dachte ich. Aber ich habe vergessen, dass ich auch das Gerät nicht mehr habe. Ja, das war dann natürlich ein bisschen scheiße. Und dann sind wir schon am Levelende, wo der alte Mann wieder rausgekrochen kommt und wir einen weiteren Infobot bekommen. Und damit können wir jetzt zum Planeten Kervan, wo wir auch hin müssen. Denn da befindet sich ja Metropolis. Erstmal wollte ich aber nochmal hier gucken, ob hier noch irgendwas Tolles war. Weil das habe ich, glaube ich, nicht erkundet am Anfang. Und hier ist jedenfalls nichts. In diesem kleinen See, dann habe ich nochmal versucht, gegen die Strömung zu schwimmen, was aber eben nicht funktioniert. Oder zu tauchen.
Deswegen auch das habe ich dann direkt gelassen. Und dann geht's auch eigentlich schön zum nächsten Planeten, nach Metropolis. Diese schöne Flugzeuganimation werde ich jetzt, glaube ich, immer verwenden, wenn ich den Planeten wechsle. Das ist irgendwie ganz... Es passt. Es ist kein Flugzeug, sondern ein Raumschiff, aber ist ja egal. Wir durften natürlich auch hier unseren lustigen Parcours nochmal machen, um zu der Fetten zu kommen. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, an wen sie mich erinnert, und zwar an Patricia. Nein, ich höre nicht zu. Ich will einfach nur den Schwunghaken haben. Ich habe ja so gut wie alles übersprungen hier, weil ich auch keinen Bock hatte, mir das nochmal anzugucken. Und dann wollte ich ihn ausrüsten und das fand ich ziemlich cool. Weil ich ihn noch im Startmenü hatte, aber er ja jetzt weg ist, war der Platz leer. Und sobald ich ihn wiederbekomme, ist der Platz wieder genau mit dem Haken gefüllt. Das finde ich ganz geil. Hab ich echt nicht erwartet. Und das, ja, das ist einfach ein nettes Detail. So, dann waren wir auch schon wieder beim Meister L hier, oder wie der, immer hieß. Ja, irgendwie sowas. Haben das Helipack bekommen. Und dann ging es also weiter. Ich habe nochmal geguckt, ob ich das ausrüsten muss. Das war aber schon ausgerüstet. Dann ging es weiter hier in Metropolis Richtung Bahn, wo wir dann später landen werden. Und hier ist dann so eine Art, ich sag mal, da kann man halt Gegner spawnen lassen, weil es hier so eine Spawnmaschine gibt, was ich hier auch erst gar nicht gepeilt habe. Und ich stelle mich hier ein bisschen blöd an. Ich bin hier auch im Endeffekt gestorben. Das habe ich aber nicht mehr drin gelassen. Ja, aber ich habe erst gar nicht gepeilt, wo die ganzen Hunde herkommen. Ja, da ist tatsächlich so eine Spawnmaschine. Und da kann man sich natürlich theoretisch Bowls farmen. Also das sind ja so wenige. Ich vermute manchmal, dass sich das lohnen wird. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir vielleicht auch helfen, ob ich da irgendwie einen schönen Farmpunkt finden kann oder sowas. Das weiß ich echt überhaupt nicht. Bin ich mal sehr gespannt. Werde ich vielleicht auch schon wissen, wenn ihr das Video hier seht. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie lange das jetzt hier werden wird, wie viele Sachen ich noch offscreen schaffe, bevor ich dieses Video hochladen will. Das müssen wir mal schauen. Bisher habe ich auf jeden Fall nur hier Metropolis noch gelockt. Und hier sehen wir jetzt, die Stelle, die ich ja die ganze Zeit ein bisschen bedauert habe, dass ich da nicht mehr hin zurückkam. Also zumindest nicht ohne den Weg nochmal zu laufen. Weil ich ja diese Wand unbedingt einreißen wollte, weil da so viele Bolts sind. Ich war zwar jetzt nicht mehr oben. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch was Spannendes gab. Deswegen habe ich mich nämlich gleich auch nochmal ein bisschen im Nachhinein umgeguckt. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal die ganzen Bolts hier und das ist gut. Hier konnten wir die Sachen jetzt auch noch mitnehmen. Und damit hatten wir schon 12.000. Das ist nicht schlecht. Aber wir müssen halt auch wieder ziemlich viel noch für irgendwelche Bots bezahlen und sowas, deswegen, ja, da geht auch nochmal ziemlich viel drauf. Muss man dann auch bedenken. Aber theoretisch können wir uns jetzt schon die erste Goldwaffe kaufen, habe ich aber nicht gemacht. So, jetzt habe ich mich halt nochmal ein bisschen umgeguckt, weil ich wissen wollte, hätte es mir wirklich was gebracht, da oben zu sein, weil ich habe ja schon mal versucht, da irgendwie rüber zu gleiten oder sowas, das hat alles nicht geklappt. Aber ich musste ja auch gar nicht rüber gleiten von da oben aus. Das habe ich nämlich jetzt festgestellt, ich kann ja auch hier einfach so ein Jump nach oben machen und dann komme ich da auch drüber. Und ich habe nicht erwartet, dass da überhaupt was ist. Dann habe ich jetzt kurz zweimal Pause aufgerufen, weil ich wissen wollte, beziehungsweise weil ich mich gefragt habe, soll ich das jetzt wirklich onscreen noch, so offscreen, onscreen, soll ich das jetzt noch direkt machen? Oder soll ich das erst später machen? Und dann habe ich mich halt relativ schnell entschieden, ja komm, wenn wir schon mal in der Aufnahme sind hier, dann können wir es da direkt machen. Dann habe ich die also geholt. Wobei hier ist eigentlich, hier ist glaube ich sogar noch ein besserer Punkt für die Hunde, weil hier ist ein größeres Areal und vielleicht spawnt auch mehr Hunde, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch nicht so drauf geachtet, wie viel die mir jetzt so geben pro Gegner. Das wusste ich nicht. So, dann war jetzt natürlich die Frage, wie ich da rankomme. Hab's erstmal so versucht, aber gesehen, dass das auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich kann mich doch nicht festhalten. Das heißt, wir müssen tatsächlich so den weiten Weg außenrum gleich laufen. Ja, komm. Ich hab's verstanden. Genau. Dann werde ich jetzt hier hochgehen. Denn hier komme ich hoch mit meinem super mega Hochsprung. Hier haben wir nochmal Waffenenergie. Die meiste Waffenenergie kann ich bisher im Spiel aber sowieso noch nicht mitnehmen, weil ich halt keine Waffen benutze momentan. Also ich glaube, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich Waffen benutzt. Und das ist auch der weiteste Punkt, wo ich bisher gespielt habe. Und ein weiterer Gold Boat ist uns. Und das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch gemacht habe, ist das Level beenden. Sprich, ja, hier die Bahnfahrt mitmachen und diesen Infobot einsacken. Und das war es dann im Endeffekt auch. Und dann können wir jetzt nach Aridia und nach Eudora. Die Karte haben wir nämlich jetzt bekommen, den Infobot. Und damit würde ich sagen, endet auch Tag 1. Und es geht dann weiter mit Tag 2, wo wir dann also nach Aridia und Eudora fahren, fliegen und vorhin auch noch. Mal schauen. Patrick und SpongeBob, die Leckerschmecker sind gelandet. Ja, wir sind jetzt hier auf Aridia beim Vorposten. X irgendwas, ich kann mir das nicht merken. Ist auch egal, hier dürfen wir wieder Sandhaie töten. Was, wie ihr seht, mal wieder sehr geil geklappt hat. Nein, aber mit dem Pyrositor wissen wir schon, dass das eigentlich echt ganz easy ist. Dafür haben wir natürlich dann das Hoverboard vom... ich hab schon wieder den Namen vergessen.
Mac irgendwas bekommen. Ist mir auch eigentlich relativ latten. Hauptsache, ich habe das Ding jetzt. Und dann kann man hier durchgehen. Und dann habe ich auch direkt was, ich sag mal, gesichtet. Gefunden habe ich es nämlich noch nicht so richtig. Nämlich da hinten. Was so ein bisschen aussieht wie so ein Lagerfeuer. Da ist natürlich ein Goldbolt. Und jetzt haben wir einen verzweifelten Versuch meinerseits da ranzukommen, was natürlich so nicht funktioniert. Ich weiß auch bisher noch nicht, wie ich das anstellen kann. Dafür habe ich auch noch einen anderen Goldbolt gefunden und auf die Suche begebe ich mich dann gleich. Aber erstmal muss ich jetzt mal die Lage checken, ob ich hier tatsächlich von hier aus nicht da rankommen kann. Da Reggie dabei extrem an Höhe verliert, das ist einfach nicht möglich. Dann habe ich da unten noch diese andere Passage gefunden. Und ganz oben hat man auch noch was gesehen. Deswegen habe ich mich jetzt dann erstmal auf den Weg gemacht, ja, dieses C zu finden. Und das musste ja dann hier irgendwo in der Nähe sein, wo ich auch die Sandhaie bereits getötet hatte. Deswegen habe ich da jetzt erstmal ein bisschen rumgesucht. Mir war eigentlich klar, dass da ein Goldbolt sein muss, aber ich habe mir gedacht, wenn ich halt schon mal hier bin, ne? Das werde ich jetzt ab jetzt immer so machen, habe ich ja jetzt auch schon in Metropolis gemacht, insofern ist es jetzt scheißegal, ob ich jetzt noch ein paar Goldbolts mehr einsammle oder nicht. Ich versuche einfach das zu kriegen, was ich mitbekomme, und wenn ich das tatsächlich auch alles hinkriege, dann umso besser, dann mache ich es natürlich direkt. So, hier habe ich mich erstmal tatsächlich gefragt, und das sieht eigentlich alles relativ normal aus, bis ich dann tatsächlich nochmal auf der Karte geguckt habe, da geht's nicht, und dann habe ich da tatsächlich gesehen, da ist tatsächlich noch ein bisschen Platz zwischen, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, am besten klappt das wohl mit dem Verwüster, und ja, Zelda-like wird dann da die Wand weggesprengt. Und was ist da drin? Natürlich ein paar Bolts, aber vor allem ein großer Bolt, zwar ein Goldbolt. Ich glaube, 4 waren auf Aridia. Und das war jetzt, glaube ich, der erste. Den zweiten haben wir schon gesehen. Und wo ein dritter ist, kann ich mir auch noch vorstellen. Die Szene sehen wir nämlich jetzt noch, gleich. Aber erstmal haben wir natürlich den Dietrich bekommen. Und jetzt habe ich auch dann mal wegen den Stilpunkten geguckt, denn ich habe bemerkt, dass man ja auch einfach die Stilpunkte mal anklicken könnte im Bonusbereich. Und dann bekommt man tatsächlich eine Liste. Wie genau diese Liste aussieht, sehen wir gleich. Aber erstmal hat mich das hier noch ein bisschen verwirrt, dass hier einfach so ein Ding rumschwirrt, weil es für mich irgendwie keinerlei Daseinsberechtigung hatte. So, dann habe ich jetzt also im Bonusbereich geguckt. Hier muss man einfach nur die Stilpunkte anklicken, dann sieht man da alle. Warum habe ich das nicht verstanden? Ich weiß es nicht. Und da gibt es halt dieses mit Schwung hier auf Aridia. Und ich habe ja mal letztens nach diesem einen Stilpunkt da geguckt. Von wegen, ich habe den Jäger abgeschossen. Das war hier dieses Präzisionsschießen. Da frage ich mich dann halt nur, wieso habe ich das jetzt bei Aridia nicht bekommen? Weil ich meine, das ging da bei diesem Dingsbums darum, irgendwie halt mit dem Greifhaken oder Schwunghaken, mit Schwung hieß es genau, den Stilpunkt sollte man eigentlich bekommen. Hier habe ich nochmal geguckt, was kann ich denn dann da für einen Stilpunkt noch bekommen haben, wo ich den Part neu, wo ich den Spielstand neu geladen hatte. Das wird also wahrscheinlich gewesen sein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah ja, mit dem Agenten haben wir jetzt hier gesprochen, blablub. Und hier oben ist ja noch so eine Ebene, das haben wir schon mal gesehen. Und da kommt man jetzt hier mit diesen Magnetstiefeln ran, die wir aber leider ja nicht mehr haben. Oder noch nicht in dem Fall, und deswegen, ja. Auf jeden Fall sind wir dann jetzt hier auf Eudora. Ich habe schon wieder voll vergessen, wo ich gerade überhaupt dran war zu erzählen auf Aridia. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh Gott. Ja, Stilpunkt und so. Ich habe mich halt, ich glaube, da durfte man nicht runterfallen bei dem Schwingen und es hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe das Achievement nicht bekommen, weil ich habe das geschafft. Da drüben sehen wir einen Goldbolt, den habe ich jetzt hier gesichtet. Das Gute ist, ich habe jetzt Aridia vor Eudora gemacht und deswegen konnte ich schon diesen einen Bereich machen, um den Infobot für die Lagerstation zu bekommen. Hier werden wir gleich noch direkt sehen werden. Aber erstmal habe ich mich halt wieder gefragt, hier, wie kommt man an diesen Goldbolt ran? Und habe dann erstmal den normalen Weg weitergemacht, weil es für mich so aussah, als käme man da mit dem normalen Weg auch noch hin. Das war übrigens auch so. Hier wieder unnötig viel Energie verloren. Und jetzt haben wir die Saukanone nochmal und ich bekomme eine Nachrichten. Eine Nachrichten. Geile Grammatik. Heilige Kacke. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier zurück. Ich töte erstmal gerade die Roboter. Und hier irgendwo war der Goldbolt und da oben ist er. Und jetzt versuche ich natürlich erstmal da ranzukommen auf normalem Wege. Hab geguckt, ob man sich da vielleicht an diesem Gras festhalten kann, war aber nicht der Fall. Logische Konsequenz ist also, das mal so zu versuchen. Das klappte nicht ganz. Da war ich mir noch nicht so ganz sicher, war ich da richtig nah genug dran.
Jetzt weiß ich aber definitiv, ich konnte es nicht schaffen. Deswegen habe ich nochmal von hier versucht. Das sah ein bisschen weit weg aus, wenn ich das jetzt hier so mache. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Und das finde ich sehr geil. Und damit hatte ich einen Goldbolt mehr. Und ich glaube, das war auch schon alles, was ich jetzt gefunden habe. Auf der Plagestation hatte ich, glaube ich, keinen mehr gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob es da noch einen... Obwohl doch, es gab noch einen, aber den konnte ich überhaupt nicht erreichen. Das werden wir jetzt sehen. Oh, fuck, da habe ich die Animation ein bisschen verkackt. Stimmt. Ja, da habe ich nämlich keine Flugzeuganimation. Auf jeden Fall ist es auch wieder der Planet, wo wir mit mit Clank zum ersten Mal allein spielen. Und hier sehen wir jetzt eine kleine Fail-Compilation. Die war übrigens tatsächlich direkt hintereinander. Also ich habe da jetzt nichts geschnitten. Das war tatsächlich in dieser Reihenfolge direkt hintereinander weg. Habe ich hier dreimal richtig Mist gebaut. War ich dreimal einfach richtig scheiße? Oder waren es jetzt doch nur zwei Fails? Ist ja auch egal. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal hier rüber. Und die Sache, warum ich das drin lasse, ist nämlich gleich links. Da habe ich mir die ganze Zeit mal so einen Kopf gemacht, vielleicht hätte ich die Kiste nicht zerstören sollen und erstmal gucken sollen, was da oben ist. Da war aber tatsächlich nichts Besonderes, nur ein paar Bowls und hier so ein Cockpit. Aber mehr war hier nicht. Hier ist nichts Spektakuläres, was schade ist. Und wir haben mittlerweile 34.000 Bowls, was auch ziemlich geil ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch keine Waffen gekauft oder irgendwas. Das würde ich euch natürlich zeigen. Und dann haben wir noch diesen komischen, selbstzerstörenden, dieses Raumschiff da haben wir jetzt erledigt. Und damit den Infobot für Rilgar bekommen, wo wir dann in Blackwater City ist die Strecke, glaube ich, da fahren können und sowas und auch erstmal generell, ne, rumlaufen können. Dann haben wir den Bosskampf gegen diese Riesenechse. Den habe ich hauptsächlich mit Verwüstern und mit, hier, habt ihr ja gesehen, Todeshandschuhen gemacht. Der hier war ein bisschen wasted, weil ich nicht wusste, dass er schon tot ist. Dann habe ich mir für 2000 die Grindstiefel natürlich noch gekauft. Und wollte jetzt nochmal zurück, weil ich gesehen hatte, dass da noch ein Bereich war, den ich noch nicht erkundet habe. Da war noch was Grün auf der Karte, sage ich mal besser. Leider kam ich aber nicht mehr in den Bossraum zurück. Deshalb musste ich runtergrinden. Was aber auch nicht schlecht war, denn da ist dieser Goldbolt irgendwo. Ich glaube, den sieht man jetzt hier sogar noch ganz kurz unten, wenn man jetzt mal nach unten guckt. Irgendwo müsste gleich so ein Goldbolt sein. Bin mir nicht sicher, ob man den sieht. Ja, da sieht man. Und, jetzt sind wir ungefähr direkt da drüber. Ungefähr direkt. Hm? Ja, gut, direkt. Auf jeden Fall sind wir jetzt da nicht rangekommen. Da kann man hier nicht runterspringen. Das ist erstmal generell eine Röhre. Und Ratchet kann auch nicht, wenn er nur ein Gleis hat hier, kann er auch, ja, nicht runterspringen. Deswegen habe ich den ganzen Weg jetzt nochmal gemacht. Und da habe ich das ein bisschen beschleunigt. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie vielfache das jetzt ist. 49 oder so. Deswegen haben wir jetzt auch keinen Sound, aber ist ja nicht schlimm, dafür haben wir es deutlich schneller. Eigentlich auch mal ganz schön, das so zu sehen. Es ist eigentlich kein schlimmer Weg mehr gewesen. Und hier war das dann. Das war tatsächlich da, wo wir den ersten Goldbolt bekommen haben. Und hier sollte offenbar noch was sein, denn auf der Karte war noch was grün. Bis ich dann gepeilt habe, dass der ganze Bereich das ist, was grün ist. Und die Karte einfach mal wieder nicht ganz ausgefüllt war. Das heißt, hätten wir den Raum hier nicht gefunden... Und hätten wir dann diesen komischen, dieses Ding da von dieser Frau da bekommen, von dieser Gadgeton-Frau da, dann hätten wir jetzt diesen Bereich hier insgesamt als grün gesehen. Und vorher hätten wir den Bereich auf der Karte gar nicht gesehen. Und dann hätten wir gewusst, aha, da ist noch was. Aber da ich die Karte leider nicht ganz ausgefüllt habe, hundertprozentig, war da noch was grün und ich dachte, da ist nochmal eine spezielle Stelle. Und das war halt ein bisschen doof. Und das war Tag 2.